Schieb, schieb, schieb den Clown. Ich kann ihn ein Stück bewegen. Willkommen zu Portal 2. Ich habe ihn schon die ganze Treppe gerade hochgeschoben. Und ich komme nicht mehr an ihm vorbei. Das ist schlecht. Wir sind in der Gelkammer. Oh ja. Gehst du mal weiter? Bitte? Kannst du auf mich draufspringen von da oben? Nein. Geh mal mit Anlauf. Ja, du hast kurz auf mir gestanden. Cool. Damit könnten wir voll durch das Spiel backen. Ich mag das. Gibt es eigentlich bekannte Bugs im Portal-Spiel? Na, cool. Frozen Keine Ahnung. Oh. Wollen wir weitergehen, Frozen Eye? Ja, ja, ich bin ja gerade erst neu hier oben. Ich habe mich erstmal ein bisschen gemacht. Wie kann sein, dass Nasco bekannte Bugs kennt aus dem Spiel? Naja, ich kenne ein paar. Also aus generell Portal-Spielen kenne ich bekannte Bugs. Erzähl mal ein paar. Du siehst mich schon so Bugs und schon bekannte Bugs. Also Portal 2 hat wie die meisten Source-Spiele schon ganz schöne Probleme damit mit der Physik. Ich weiß jetzt nicht, ob es in der Physik von Portal oder Portal 2 auch so eine Probleme gibt, aber im Endeffekt Bunny-Hopping backwards. Im Klartext, wenn du rückwärts springst, kannst du dich relativ schnell bewegen. Das war zumindest in Portal 1. Ich weiß nicht. I will receive all the glory for the rescue. Don't think you two aren't going to get something. Naja. The bond you form during these tests will last a lifetime. Der einzige Bug, der mir halt beim Selbstspielen aufgefallen ist, ist, wenn du in Portal 2 einen Würfel aufhebst, aber den unglücklich an Kanten und Wänden vorbeiführst, dann verkantet der ein bisschen doof. Ja. Bis du ihn wieder mal senkrecht hältst. Das ist dir auch in Lösen der Solo-Kampagne mehrmals passiert. Jedenfalls, das Bunny-Hopping funktioniert aktuell, glaube ich, nicht mehr. Das haben sie natürlich mit Portal 2, als sie dann mehr Entwicklungszeit hatten, auch gefixt. Ich glaube, normalerweise gibt es in Portal 1 und 2 jetzt eigentlich nur noch dieselben Bugs, nämlich, dass du, wenn du dich ganz unglücklich irgendwie durch Wände und Texturen durchbackst, auf Portale an Stellen schießen kannst, die du eigentlich nicht sehen kannst. Du kannst übrigens dich auch bewegen. Ja, ich will auch darauf hinweisen, dass jetzt hier gelbes Gear wahrscheinlich kommt. Und dass es doch sinnvoll ist, den Koop-Modus nach dem Singleplayer-Modus zu spielen, weil hier gibt es keine Erläuterung mehr zu den einzelnen Sachen. Oranges Gear. Naja. Apropos Bugmas. Das backen wir. Bugmas an, Leute! Und natürlich den Klassiker, das gibt es in Portal 2, glaube ich, sogar noch einfacher, haben sie gemeint, dass wenn man innerhalb eines Portals steht, kann man normalerweise keine Portale schießen, aber wenn man sich ganz glücklich stellt, geht es doch. Und ja. Damit kann man viel umgehen. Okay, bei Portal 1 gab es ja ein paar Bugs, wie zum Beispiel, dass uns der Hintergrund der, nicht der, der, der schiefen Landschaft, sondern ein Schachbrett angezeigt wurde bei Portal 1, falls ich mich noch erinnert. Ja, obwohl ich nicht weiß, ob ich das als Bug bezeichne. Ich wüsste, wie es bezeichnen würde, aber das mache ich jetzt nicht. Okay. Ich gucke mal, was das bringt. Du landest auf jeden Fall springst du wahrscheinlich durch ein Emancipation. Achso, jetzt nicht mehr? Haha. Stell dich mal bitte auf den Knopf. Oder drück erstmal den Knopf, bevor ja, der Knopf bewirkt, dass hier aufgeht die Tür, aber wir müssen natürlich die Tür aufhalten. Und dafür, denke ich mal, ist das da oben wichtig. Da würde nämlich normalerweise ein Kubus rauskommen. Nee, drück mal neben dir auf den Knopf, der wird wahrscheinlich da auch rauskommen. Ach stimmt, da ist ja ein Knopf. Dann sag nicht nee. Aber ich weiß, was da jetzt passieren wird, denn der Würfel wird einfach da reinfallen und wird dann in den Emancipation Grill aufgelöst. Ja, drück erstmal drauf, damit wir sehen, ob da wirklich ein Würfel rauskommt. Ja, aber das habe ich mir dadurch schon erklärt, dass, guck mal, da oben steht ja auch drauf, das ist ein Transportröhre. Da können also nur zwei Sachen rauskommen, ein Würfel oder wir. Das heißt, wir müssen diese Würfel wahrscheinlich fangen. Ja. Ist nicht wahr. Also ich würde dir vorschlagen, komm mal zu mir hoch. Dann bist du nämlich der Button-Operator und ich versuche mal wieder, mich klassisch da irgendwie hochzuholen. Jeder weiß, dass ich es einfach nicht drauf habe. Das stimmt. Aber schön, dass du diese Selbsterkenntnis hast. Judy, dann werde ich jetzt mal probieren, mich da hoch zu katapultieren. Mach mal einen Testrun von Knopf drücken, bis er ist auf Fanghöhe, wie viel Zeit vergeht, damit ihr das timen könnt. Guck. Eins. Zwei. Also anderthalb. Spring du bitte noch einmal, damit ich sehe, wie hoch du bist, um zu wissen, wann ich ungefähr die Würfel holen muss? Okay. Hier? Okay, ich kann mir das so halten, dass ich weiß, auf welcher Höhe du springst und kann trotzdem mit E einfach den Knopf drücken, das ist gut. Okay, sag am besten Bescheid, wenn du drückst. Wenn ich drücke? Mhm. Wir gucken einfach mal. Auf die Plätze, fertig, los. Leute, eher loslaufen? Ich muss mich auch woanders hinstellen zum Loslaufen. Sag du Bescheid, wenn du losläufst und dann versuche ich eine Sekunde später zu drücken. Nee. Mach mal nochmal. Ich habe mich jetzt weiter vorgestellt. Na gut. Jetzt. Nee, du musst loslaufen, bevor ich drücke. Du musst Kommando geben. Okay.
Ich kann auch Kommando geben, dass 1, 2, 3, du läufst bei 2 los und ich drück bei 3 oder so, wenn du willst. Nö. Und los. Ja. Nochmal. Und los. Noch. Man möchte mal zeitgleich, müsstet ihr es machen. Und los. Nein. Das sah nicht schlecht aus, oder? Das sah auf jeden Fall am besten bisher aus. Ist aus meiner Sicht. Ja, ich gucke ja auch auf deinem Bildschirm, weil da ist ja da, wo die Aufnahme ist. Genau. Und los. Das war ganz gut. Ja, das davor war besser, meine ich. Mach du mal nochmal. Ja, mach das schon, Jungs. Let's go. To the mall. Choppy. Das hat überhaupt nicht so ausgesehen, dass er nicht den haben musstest so. Du eh drücken oder hast du ihn automatisch gefangen? Ich hab immer eh drücken. Ich hab eh gedrückt. Nee, es gab eine Situation, da muss man es nicht. Echt? Ja. Was ist eine Scheiße. Cool. Das war's. Bis im ersten Teil. Oh, hier kann man mal wieder ein bisschen mehr von der Kuppel sehen. Hier ist eine seitliche Stelle mit einer Leiter. Wollen wir mal schräg springen? Ich denke mal nicht, oder? Probier's. Mal. Ja, wir laufen. Wir laufen lieber. Ich nehme mal stark an, wir müssen da runter. Ach, ich muss einfach. Wir können aber auch laufen, aber... Geschafft! Und es geht ja schneller. Speedrunning Strats! Yeah! 420 Blazed! Ich bin Erster! No-Scope. Ich bin Erster! Checkpoint! Feiern! Ich hab Crusher gesehen. Echt? Ich sehe 4 Crusher. 5, 6 sogar. Ich sehe ganz viele weiße Wände. Ja! Und nicht mehr durch. Gut! Ich gucke mich mal unten um. Mach mal. Hier geht's ins weite Meer hinaus. Komm auch mal runter. Ins Meer der Salze, oder? Ja gut, wir haben schon mal wieder Nummerierungen, das kann uns vielleicht helfen. Also es ist scheinbar relativ offensichtlich, dass die von uns wollen, dass wir relativ schnell unter den Crusher durchlaufen und das mit diesem Hebelwirken gerade schon sehr, sehr gut demonstrierst. Sag das nochmal, das geht runter wie Gel. Du bist ein Held. Ja, das klingt nochmal so falsch. Das klingt aber auch plötzlich ernst meinen. Du bist ein Genie. Ja, natürlich klingt das falsch. Das ist das Äquivalent, nur das ist halt das, was mein Bruder sagt. Ich sag immer, du bist so ein Held. Ein Held vom Erdbeerfeld, kenn ich. Ja, hast du das jetzt nochmal aktiviert? Da ist ein Schalter direkt. Oh ja, den habe ich nicht gesehen. Ich hab's auf der anderen Seite mal machen wollen. Naja, nicht vollständig. Ja, aber es landet ja auf den Crusher. Ja, aber dann fahren sie zurück und es fliegt immer noch. Aber ich drücke mal. Okay. Wir machen jetzt erstmal überall, wo wir rauskommen kann, lassen wir erstmal hier rauskommen. Ja? Ich hab auch eine gute Idee, wo das alles hinführen kann. Ja, warte mal, ich lasse erstmal überall, wo wir rauskommen kann, immer hier rauskommen. Kann ja nicht schaden. Okay. Insbesondere an der Wand finde ich es äußerst wichtig. Ja, na klar, wenn ich hier jetzt hochspringe, dann geht das sehr schnell. Guck mal, sollten wir. Vielleicht ist dadurch noch ein bisschen mehr Gel da hingekommen, oder? Klau, hast du schon eine Ahnung, was wir tun müssen? Rennen. Ja, das ist richtig gut. Wie eins meiner Lieblingsfilmzitate aus dem scheiß amerikanischen Godzilla-Film Jorino. Was machen wir jetzt? Rennen wäre eine gute Idee. Hier sind noch mehr weiße Wände. Wir müssen irgendwo einen Würfel haben, kommen wir hier reinnehmen. Ist mein Streben auch beschleunigt? Wolf. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, wie wir hier zu den Crushern kommen. Mit einer Mordsgeschwindigkeit. Jetzt schon Captain Baloo gesungen, probier's mal mit Geschwindigkeit. Mit Ruhe und Geschwindigkeit. Und dann wirf deine Sorge, das war dumm. Ich würde sagen, die Portale waren irgendwie nicht so. Es war eigentlich nie so schlau. So klar. Wie würdest du jetzt nicht. Yeah. Wir werden gar nicht mehr schneller, was ist das? Ist er gestorben? Ich wollte jetzt zur Seite springen und bin in die Mitte in die Säurebecken gefallen. Wo man eigentlich nicht reinspringen kann. Eigentlich ist das gar nicht möglich. Eigentlich ist es nicht möglich. Dachte ich bisher. Oh Gott, ihr seid zwei Leute, ihr habt 4 Portale.
Ja, aber wir haben doch... Ja, komm, ich weiß, dass das so ist, aber ich habe gerade Spaß, dabei zuzusehen, wie ihr andere Dinge tut. Soll ich mich sterben? Also, was wollen wir jetzt machen? Soll ich es dir erklären? Ja, wir werden... Ich erkläre es dir mal. Wir machen das jetzt so. Einer muss hier oben diese vier Möglichkeiten ausnutzen, um sich zu beschleunigen. BZW, das Einfachste ist, glaube ich, wenn ich da hochgehe... Ich will rennen. Du willst rennen? Ja, dann schick wieder. Okay, dann gib es hoch. So, jetzt setze bitte deine Portale so, dass du in einen unendlichen Lauf gerätst. So wie gerade. Naja, so wie ich es gemacht habe, genau. So, und jetzt beschleunige. Warte mal, kratz was im Auge so. Das ist bestimmt dein Finger gewesen. Genau, und ich werde dich jetzt im richtigen Moment versuchen abzuschießen. Kann ich schlimmer sagen, was ich gerade gemacht habe? Nur Elektriker bitte wegschauen, sag ich nachher. Super. Was kannst du da rummachen? Sie auf einen von den zwei Knöpfen stellen, die den Würfel dispensieren. Alles klar, dann muss ich jetzt theoretisch auf die andere Seite. Das heißt, du musst denselben Service für mich machen, den ich gerade für dich gemacht habe. Ich will mal gucken, welche Wände ich denn sehe. Alle nötig. So, ich würde mich jetzt hier oben beschleunigen. Warte mal, ich... Den kannst du den setzen? Na gut, theoretisch kann er auch dich beschleunigen lassen. So? Ja, okay, aber dann müsste ich meine Portale setzen und das geht nicht so richtig. Nein, ja, er kann doch auch, dass du in seine reinrennst und er nimmt einfach bloß das, wo du reinrennst, dann raus. Das kann er theoretisch auch machen. Ja, weil du den Karten kannst auch der. Ja gut, welches willst du neu setzen? Das dunkelblaue. Das willst du neu setzen? Nee, das hellblaue, das linksklick. Das hellblaue willst du neu setzen, dann muss ich ins dunkelblaue reinlaufen. Alles klar, ich beschleunige mich jetzt und du schießt mich ab, sobald es geht. Ja, wir sehen das gerade. Timer ist mit den Quaschern, glaube ich. Das war schlecht. Aber das war auch halb mein Fehler. Weil ich mich nicht richtig beschleunigen konnte mit den Portalen. Der macht das, glaube ich, doch so, dass macht großen Ei, die Portale zu beschleunigen, dann kannst du die besser parallel zueinander setzen. Ja. Da ist der Fluchtwinkel nicht so groß. Was soll ich dann setzen? Du musst dein dunkelblaues auf sein rotes, doch nur auf sein rotes setzen, wenn der Moment passt. Nee, auf mein gelbes, weil ich gehe ja durchs rote. Naja, und dann läufst du doch anstatt ins rote rein, ins dunkelblaue rein. Oder so, oder so. Was? Und das war der Crusher. Kann ja gar nicht sein. Nein, überhaupt nicht. Das ist ja nicht so, als ob das nicht schon zigmal passiert wäre. Ich habe in meinem Winkel nicht gesehen, dass die unterschiedlich rund waren. Ich hab nur den ersten gesehen. Ich dachte, die fahren alle zusammen hoch. Habe ich echt nicht gesehen. Alles klar. Kannst du mir glauben? Nein. Was? Es ist auf deiner Seite, dass sie nicht alle gleichzeitig fahren. Du kennst wie ich so, ob ich darauf achte. Fragst du das Publikum? Weil die könnte ich nicht sehen. Das war wieder nicht. Aber du bist zwar nicht gestorben. Das stimmt. Das ist ein Erfolg. Das ist ein Erfolg. Ich komme mal hier, da sehe ich mehr. Oder sehe ich die Dinger nicht mehr. Warte mal. Du sollst warten, du bist aufhören zu laufen. Jetzt. Na jetzt. Das war gut. Ich war das gut. Wir haben einen Würfel bekommen. Das müsste eigentlich schon reichen, oder? Spring du erstmal runter, falls jetzt auf einmal noch was Neues aufgeht. Das gehört ja trotzdem wieder hin. So. Nee, wir können jetzt raus. Juhu. At the rate you are completing these tests, I am beginning to think you don't share my excitement for rescuing crying, trapped, injured, dying humans. If that doesn't motivate you, I'm not sure what will. Das sehen wir aus, als wären wir nicht motiviert. Ich hab doch schon festgestellt, dass wir keine Emotionen haben. Aber ist Motivation denn eine Emotion? Hoffentlich schon. Naja. Findest du nicht? Nee. Man kann ja auch hochmotiviert sein, nichts zu tun. Das nennt sich dann Faulheit. Ist auch eine Emotion. Ja, das ist auch hochmotiviert, uns größte Qualen leiden zu lassen. Sie zeigt nicht wirklich Emotionen. Maybe you two have never met humans. They are as bad as you might think. Smelly, gross, annoying. Often wanting to try and kill you. But they do make great test subjects. Das hier sind übrigens keine guten Testsubjekte. Stimmt, das sind nette Mitarbeiter. Also, ich kann mich gut. Ich auch, ich habe eine Nase und sie ist nicht verstopft. Passiert? Ah, das ist ja interessant. Das sind solche Turrets, die nicht fertig gebaut sind. Die haben nicht ihre komplette Hülle. Die werden trotzdem sterben.
Nicht, wenn wir beide das verhindern können. Das sieht hier aber gerade so ein bisschen fies aus für sie. Ich weiß. Was habt ihr? Warum mögt ihr diese Tore? Sie schießen auf eine. Ja, warum magst du sie nicht? Weil sie auf einen schießen. Das ist keine ordentliche Begründung. Guck mal, Claude, ich hab einen Würfel. Das scheint ihn einen Scheißdreck zu interessieren. Oh. Leider, Herr Claude. Ah ja, ich verstehe. Ich verstehe. Du hast gerade den Würfel geschrottet. Ja, aber warum ist er nicht direkt zurückgekommen? Der ist bis zu mir durchs, der ist bis zu mir durchs Loch gefallen. Junge Torres, du wirst jetzt sterben. Oh, interessant. Was? Kannst du das Gel bitte nochmal? Obwohl, ich mach das mal. Nochmal bitte. Ah. Das wäre mein nächster Gedanke, ich wollte aber erst den Turret sterben. Nochmal bitte. Ja, vier Kill. Ah, sehr gut. Okay. Ich habe eine Ahnung, aber ich will es mal testen. Wir sind ja hier zum Testen, zum fröhlichen Testen. Cool. Cool. Und ich bin zurück. Yay. Ich habe dich gerettet. Du wärst uns einfach drauf gesprungen, gestorben. Ja, ich glaube, ich wäre darauf stehen geblieben. Echt? Probier mal. Jo, ich bleib hier stehen. Das war talentiert. Ich finde es gut, dass... Wieso ist gerade dein Portal kaputt gegangen? Gestorben ist. Ja, aber der ist ja nach unten gefallen, der erst durchs Portal gegangen und dann runtergefallen, oder? Nein, er ist aufgrund des Winkels am Portaleingang vorbeigefallen. Er ist nie durchgegangen. Ah, okay. Okay. Ich glaube, du musst mich da irgendwie dann juggeln, jonglieren. Jonglier mich mal. Wie meinst du das? Portale nutzen. Denk mit Portalen, Cloud. Denk mit Portalen. Hat er gerade nicht wirklich, er schickt dich nämlich wieder zurück. Ja. Du hast ihn in der Luft behalten dann. Ja, da war ja noch ein anderes am Boden. Das wird er nicht erwarten. Das wird er gleich nicht erwarten. Vielleicht kommt er weit genug. Das ist nicht. Timer Fucker! Wieso hat der drei Laser? Ach, das sind fünf Stück! Ach, das sind fünf? Und wieso haben die nur drei Laser? Einer hat einen Laser. Wenn du drei Laser siehst, stehen dort wahrscheinlich drei. Was sagt er, dass ich zählen kann? Lass es sechse sein. Aha, ich hab Spaß. Na, warte mal, wo soll ich denn sonst hier eins hinmachen? Jonglier mich! Jonglier mich! Halt ihn in der Luft oben! Aber ich muss natürlich erstmal in die Luft kommen. Genau! Sehr gut. Und jetzt gehe ich da durch und ab jetzt bitte umstellen. Danke! Und jetzt kann ich gucken, was ich ab hier machen kann. Also ich wüsste was, aber ich wüsste nicht, wie es gehen soll, weil du durch den Emanzipationsgrill fliegst. Weißt du? Na, oder er muss selber beim Fliegen die Portale schießen. Du musst selber beim Fliegen dir deine Jonglierportale schießen. Ich muss den Rest verteilen, wenn du willst. Ich muss gucken, wie ich das am besten mache. Also ich nehme mal an, ich kann, wenn ich den Kubus nehme, die Turrets töten. Aber die Frage ist halt, wie kriegst du den Kubus dahin, weil du ja wieder durch das Gitter fliegst. Wo kommt denn der Würfel runter? Der Würfel kommt da hinten runter. Ich muss mir den wahrscheinlich selber... Ich habe eine Idee. Warte mal, wo kommt der runter? Ich habe eine Idee. Ich sehe den gar nicht. Ups. Dann nochmal hier und dann da. Und jetzt mal bitte neu laden. Also neuen Würfel bitte. Der ist außerhalb deiner Griffreichweite. Echt? Ja, da fliegt du jetzt gleich, wenn er überhaupt reinfällt, weil der ist gerade wieder daneben geflogen. Nee, der ist. Denkst du, der ist außerhalb meiner Reichweite? Ja, dann guck doch mal, wo du bist. Du bist doch auf der einen Seite vom Laser und das Portal, wo der Würfel raus ist, auf der anderen Seite vom Laser. Der ist voll aus deiner Reichweite. Stimmt, auffallen. Kann man sich nicht. Ah, das hilft dir nicht. Du musst trotzdem nicht links. Sonst, wenn du direkt an der Kante hier stehst, aber das bringt dir nichts. Mhm. Musst ja noch da kurz... ist noch was. Ja, aber das ist das, womit, wenn da was durchkommt, schnell landet es beim Exit und wird abgeschossen. Mhm. Quasi da, wo du jetzt bist, musst du irgendwie den Würfel in die Hand bekommen, aber ich habe keine Ahnung. Schießt du dir mal deine Rot und Gelb nach unten, damit du weiter nach unten fliegst. Ich will auch mal gucken, komm bei dir, vielleicht sehe ich was. Das war du. Aber es reicht aus. Ey, ich habe das Achievement bekommen! Ja. 4 auf einem Streich! Yeah, Football! Was ist denn 4 auf einem Streich? Durchquere 4 Portale, ohne dabei den Boden zu berühren. Eigentlich hätten wir das schon längst haben müssen, in der Strecke 2 oder so. Oder 1, würde ich sogar meinen.
gab es doch mal einen Test, wo ihr euch gegenseitig hin und her geflinkt habt, um auf der anderen Seite anzukommen. Theoretisch hätte das ja reicht. Search durch die Pfeife. Ich baue mir gerade was zusammen, aber das funktioniert noch nicht so ganz. Der Würfel ist da und kommt da raus, sobald er zerstört wird. Wo ist der Würfel eigentlich aktuell? Ich glaube, es gibt aktuell keinen derzeit. Achso, das muss erst gedrückt werden. Ja, gut, dann brauchen wir nicht auf jeden Fall da, wo er auf. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Da müsst ihr euch aber beide gut Timing machen müssen. Kein Problem. Sozusagen, das Jonglieren ist richtig. Und während du gerade wieder nach oben fällst, muss auf der anderen Seite der Würfel hochgeschossen werden. Von hier. Und nein, auch aus dem Fußboden. Okay. Hochgeschossen werden und sobald er in der Luft ist, musst du wieder dein Portal zurücksetzen. Ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Dann komme ich nochmal kurz rüber. Versucht mal das euch zu timen. Vorrang! Top! Einfach mal am Ziel vorbeigerannt. Konnte man das gut sehen? Ja. Schön. Das sah gut aus. Der ist schon lustig. Der ist eine gute Idee. Dann gehe ich mal rüber und mach mal wieder den. Ja, aber da warst du ja gerade. Ja, da muss ich viele Portale setzen. Lass mich lieber fliegen. Im Prinzip habe ich das jetzt so verstanden. Soll ich lieber fliegen und du setzt die Portale? Nee. Hast du verstanden, was ich dir versucht habe zu sagen? Ja. Gut. Aber in der Theorie stelle ich also mir das. Also, wir werden fest, unser Ziel ist, dass die Tore jetzt sterben. Zeig mal ganz kurz. Dass wir hier drüben die Fläche und die Fläche, ich hoffe, ich komme da hin, die Fläche da unten, dass du da deine Portale hinsetzt. Denk ich nicht. Warum? Also ich pass auf, wo der Würfel landet. Also ich stelle es mir so vor, dass ihr beide nur mit den beiden Fußbodenflächen arbeiten müsst. Und sozusagen, sobald du, meinetwegen auf der linken, nach oben fliegst, muss Cloud in der Zeit Fußboden vom Würfel und die rechte Fläche Portal machen, den Knopf haben, dass der Würfel dort rausgeflogen kommt. Sobald der Würfel aus dem Fußboden wieder nach oben steigt, setzt du Frozen Eye dein zweites Portal wieder nach rechts, sodass du mit dem Würfel wieder in derselben Flugbahn bist und dann kannst du ihn auffangen und dann hast du ihn. Das alles mit dem Transrapid in 10 Minuten. Nein, das sehe ich nicht. Also entweder noch in den nächsten 3 Minuten oder in der nächsten Folge. Sucht euch aus. Nee, wir haben noch 5 Minuten. Wir wollen ein bisschen was machen. Na dann. Ich habe das so verstanden, dass wir es quasi so machen, dass ich von da hinten jetzt loslaufe, Cloud in der Zeit so drückt, dass der Würfel da rein wird, ich ihn in der Luft fange und dann theoretisch, ich könnte meine... Dann hast du aber keinen Schwung mehr. Wenn du ihn fängst, stehst du auch auf der Ansicht, damit du so kommst du nicht mehr weg. Du könntest die Würfel natürlich ablegen und dann mit so viel Schwung hin, damit du sie mit Fuß kickst und der mit dem Fuß hier dieses Portal fliegt. Ich denke nicht. Geht das? Nee, geht nicht, oder? Nein. Schade. Das sind Trickshots, die können wir nicht, wir sind zu schlecht. Gibt's vielleicht einen Mod? Gibt's Mod für Portal 2? Mehrere. Diese Kammer ist nur mit einem Mod lösbar. Kommen Sie. Oh, da kommen Sie nicht weiter. Eine Idee hätte ich noch. Na dann, was für? Du kannst es mal so machen, die Portale, wie sie gerade gesetzt sind, sind in Ordnung. Aber mach's mal bitte so, dass du dein. Sobald ich durch das Hellblaue durch bin, setz es mal auf einen der unteren Felder. Also auf einen von denen da. Okay. Sobald ich durch bin. Durch den. Das Blaue natürlich. Das Hellblaue. Ja, ich sag ja, sobald du durch das Hellblaue durch bist. Genau. Sobald ich durch das Hellblaue durch bin, setz es auf eine der Flächen drauf. Das war das Dunkelblaue. Ich krieg es auch nie hin. So ein Hell. Nein, das ist einfach nichts. Also nochmal. Ich denke, zu sehen, was du vorhast, Frozen Eye, es kommt auf dasselbe hinaus, was ich beschrieben habe, nur halt anders. Ja, aber es wird trotzdem nicht funktionieren, weil ich, glaube ich, dann einen anderen Fehler jetzt bereits gesehen habe. Aber wir testen es einfach mal. Dazu sind wir hier. Alles klar. Nochmal am Anfang. Passt alles? Ich habe keine Ahnung. Ja. Wollen wir selber, jetzt sitze ich noch besser. Genau, und jetzt habe ich theoretisch Höhe und das war falsch. Soll ich es wieder zurückschicken, Alter? Jetzt, sozusagen, jetzt habe ich gesagt, tausch einfach beide von Clouds durch deine beiden aus. Naja. Das hast du ja vorhin schon mal gemacht. Ja, aber andere Taktik. Ich will mal erst unsere Taktik probieren, einfach weil. Du nicht möchtest, dass du mit meiner gewinnst. Nein, einfach nur, weil wir ja selber das Rätsel lösen. Und solange ich deine noch nicht kapiert habe, will ich gerne noch unsere probieren. Du hast sie kapiert, du willst ja genau das gleiche machen, nur mit einem anderen Portal. Ja, aber. Also, Cloud setzt eins deiner beiden Portale wieder unter den Würfeldispenser. Ist egal, welches. Ja, ich muss ja gucken, auf welcher Seite er gerade ist.
jetzt ist er tot. Ja, das war ja geplant. If at first you don't succeed, na, weil jetzt schon nicht das die Situation war, die ich gerne brauche. Weil ich dumm bin. Ja, aber die Situation, die du möchtest, war immer noch erreichbar. Ja, ich weiß, aber ich war dumm und habe das nicht gesehen. Das muss ich doch dumm sein. Man kann doch mal dumm ich mag sein. Das nicht, wenn Leute um mich herum dumm sind. Tja, das ist dein Problem. Und jetzt bitte einen Würfel, bitte. So, und jetzt habe ich theoretisch einen Würfel. Und jetzt kann wieder das hellblaue auf die andere Bodenfläche. Oder ich verliere an Schwung und es ist alles sinnlos. Dann hol dir den Würfel. Der liegt jetzt direkt daneben. Geh mal das Portal, liegt der Würfel. Alter, trotzdem an Schwung verloren. Ja, ich habe halt keinen Schwung mehr und dadurch ist es jetzt alles wieder sinnlos. Nein, warte, ich hol dir den Würfel her. Geh durchs Portal. Ja, aber ich habe keinen Schwung mehr. Ja, aber damit rettest du dich und musst dich nicht töten. Wenn du einfach durchläufst. Na gut, ich kann. Ich so, wir überlegen uns jetzt was und am nächsten Folge gucken wir uns mal an, wie wir in der Folge weitermachen können. Wir haben uns alles schon was überlegt. Hast du mal den Würfel vom Bord geschmissen? Ja! Er wird doch eh gelöscht, wenn er durch das Portal rennt. Am nächsten Folge machen wir weiter, denn. Ciao, mit Frau. Ciao.